Hallo, guten Morgen, guten Mittag, liebe Followerinnen und Follower. Heute starte ich mit meinem neuen Videoformat für Facebook und das heißt Evas 5 Minutes. So, ich muss euch erstmal enttäuschen. Nein, ich werde mich heute nicht über mein Lieblingsopfer Christian Lindner lustig machen, auch wenn ich schon wieder einiges auf Facebook gesehen habe von ihm, was ich gerne kommentieren würde. Aber Christian hat heute frei, darf sich einen schönen Sonntag machen. So, nein, ich werde mich heute mit dem jüngst mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichneten Schriftsteller Peter Handke auseinandersetzen. Peter Handke, wer kennt ihn nicht? Also Peter Handke, hier haben wir den hübschen Peter, ist ein österreichischer Schriftsteller oder man kann schon sagen Starschriftsteller. Bekannt wurde er mit dem im Jahr 1970 geschriebenen Buch Die Angst des Tormanns vor dem Elfmeter. Ja, da muss ich jetzt alle Followerinnen und Follower, die das Buch noch nicht kennen, jedoch enttäuschen. In dem Buch geht es nicht um Fußball, obwohl ich mal gehört habe, dass sich Fußballbücher besonders gut verkaufen würden. So, in diesem Zusammenhang mache ich doch gleich mal ein bisschen PR für meine eigene Arbeit. Hier haben wir das Buch, den Roman Frühstück mit Leonard. Da geht es allerdings nur am Rande auch um Fußball. Kann man kaufen auf Amazon, Print oder E-Book und ja, hat auch ganz gute Rezensionen bekommen, das Buch. So, jetzt komme ich aber wieder zurück zu Peter Handke. Was kann ich denn euch noch so über Peter Handke erzählen? Das bekannte Buch von ihm mit dem Tormann wurde dann von dem auch sehr bekannten Regisseur Wim Wenders verfilmt. Und es gibt auch ja, einige Briefwechsel zwischen Peter Handke mit anderen interessanten Herren, wie mit dem Verleger Siegfried Unseld, und die wurden dann auch verlegt. Schnarch. So, als bekennende bunte Leserin kann ich euch allerdings noch ein bisschen mehr über Peter Handke erzählen, weil ich das ja alles weiß. Und zwar war er mal 5 Jahre mit der sehr bekannten deutschen Schauspielerin und Ex-Frau von Heiner Lauterbach, Katja Flint, liiert. Ja, Katja Flint und Peter Handke könnte man sagen, okay, Intellekt trifft auf Schönheit oder auch Gegensätze ziehen sich an. Ich würde es eher so beschreiben, Intellekt und Schönheit treffen auf Peter Handke. So, ja, Literatur ist nicht immer politisch, kann jedoch auch politisch sein. Und aktuell gibt es auch ja, eine Art Skandal über, zu und mit Peter Handke. Und zwar Hintergrund dessen ist, dass Peter Handke wegen des Balkankonfliktes auf der Seite von Serbien stand, die Luftangriffe der NATO scharf verurteilte und last but not least auf der Beerdigung des jugoslawischen Ex-Diktators Slobodan Milosevic eine Grabrede hielt. Das kann man sich vorstellen, findet jetzt nicht jeder cool, nicht? Und aktuell wird Peter Handke von dem jüngst mit dem Buchpreis ausgezeichneten Autor Sascha, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das richtig ausspreche, Sascha Stanicic verurteilt aufgrund seiner Pro-Haltung. Und Sascha Stanicic ist Bosnier. So, und hat eben auch die Auszeichnung Handkes mit dem Literaturnobelpreis vor dem Hintergrund von Handkes ja, Positionierung scharf kritisiert. Heute, wie könnte es anders sein, in der konservativen FAS, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, stellt sich der Journalist, Autor Thomas Melle auf die Seite von Peter Handke. Ich lese jetzt mal vor. Über den Schauprozess gegen Peter Handke, in dem von Literatur keine Rede ist und auf Argumente weitgehend verzichtet wird.
Gut, dazu sage ich jetzt mal so, Petra Handke ging es in seiner politischen Haltung und bei seiner Trauerrede ja auch nicht um Literatur. Also wieso sollten jetzt die Bürgerinnen und Bürger oder Journalisten jetzt auf einmal auf die Literatur achten, wenn es eigentlich um Politik geht? Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, nicht? Gut, Handke, 76 Jahre alt, gibt sich jetzt indes beleidigt und will angeblich nicht mehr mit Journalisten sprechen. Insofern habe ich ihn jetzt auch nicht gefragt, ob er heute in meine Sendung kommt. Okay, ich wünsche euch noch einen tollen Tag, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.